Gut, beieinander. Katrin, ich freue mich, dass du da bist, erstmal. Ich freue mich auch, dass du diese Ausstellung hier machst. Die kann man nur empfehlen, Kalibrinstraße 13, Atrium. Einfach hier vorbeikommen, hier gibt es auch wunderschöne Veranstaltungen. Aber heute ist Vernissage. So 18 Uhr kann man ja auch hier vorbeikommen, sag mal so bis 19 Uhr kann man hier vorbeikommen und deine Guckt. Bilder gutachten und dich ansehen. Und mich ansehen oder fragen oder wie auch immer. Die hauptsächlichste Frage war gewesen, ich habe immer gesagt, Katrin Lindner kommt in die Sendung. Und alle haben gesagt, kenne ich nicht. Und dann habe ich Was ist gesagt, hier ein Ding? sag mal, Katrin Lindner und die Schubert Band. Ach nein! So. Ja, und Also das. Katrin Lindner alleine hat nichts gebracht. Nee, hat nichts gebracht, Ich habe komischerweise, nicht ja. mehr. Aber du hattest ja auch eine wilde, harte Zeit. Und die war auch nur sehr kurz. Die war recht kurz, aber ist im Gedächtnis geblieben. Ja, über 4 Jahre, glaube ich, von Ja. 1976 bis 80, Anfang der 80er, und Ja. dann hat sich eigentlich die Band dann schon Hat aufgelöst. sich erledigt dann. Du bist ja dann umgezogen nach Quaden-Schönfeld, wo du heute noch Ja, lebst. da lebe ich jetzt seit 30 Jahren. Und das habe ich keine Stunde bereut. Es ist also sehr, sehr schön dort. Und wie gesagt, da hatte ich mit meinem Mann, mit meinem Verflossenen, haben wir dort ein Musikstudio aufgebaut, Anfang der 80er Genau. Jahre. Und deshalb haben wir uns dann zurückgezogen. Ja. Und inzwischen bin ich alleine und inzwischen, wie gesagt, bin ich so seit 10 Jahren wieder doch recht aktiv und kreativ geworden. Habe sehr viel gemalt und habe dann irgendwann vor 3, 4 Jahren gedacht, ich muss das jetzt irgendwann nochmal wieder mit der Musik verbinden, auf die Reihe kriegen. Und so bin ich an die Jahre gekommen und habe im Prinzip kann sehr viel Erfahrung einbringen, so Lebenserfahrung und habe das alles miteinander verbunden und habe dann eine Platte gemacht. Also ich habe Lieder geschrieben, ich habe Texte geschrieben, Musik geschrieben und habe die im Jahre 2010, also im letzten Jahr, dann an den Start gebracht zu einem Teil meiner Bilder. Sind natürlich nicht alle, Ja. hat nicht alles in Bezug, aber ja, und jetzt bin ich wieder da, mache ganz was anderes als früher, mache nicht mehr Rockmusik. Das macht ja Aber nichts. deswegen hast du mich trotzdem hierher eingeladen Genau, und das genau, genau. freut mich unheimlich. Ja, sehr gern. Die Malerei hängt auch ein bisschen sehr mit dem musikalischen Schaffen, deinem musikalischen Schaffen zusammen. Das heißt, es gibt Bilder, die in Bezug haben zu den Texten, die du dann geschrieben hast, auch zu den Musiken natürlich, die du dann auch geschrieben hast. Es ist also im Grunde genommen vielleicht auch so betrachtet ein Gesamtkunstwerk. Also die CD und die Bilder dazu. Ja, wo deine Bilder zu sind, ist es ein Gesamtkunstwerk. Es gibt aber natürlich auch etliche Bilder, da gibt es keine Musik zu. Es gab auch Bilder, die waren schon ein paar Jahre alt Ja. und dann habe ich irgendwann gedacht, ach nein, ich könnte da jetzt dir doch was zu einfallen. Also das passiert eben manchmal auch nachher. Es ist nicht so, dass man sich jetzt hinsetzt und sagt, ich male ein Bild und da habe ich jetzt schon ein Konzept und das hat jetzt schon einen Inhalt, auch textlich oder so. Ja, Das das kommt ist ja nicht manchmal kreativ, später das ist ja geplant, zueinander ja. oder manchmal habe ich ein Lied geschrieben oder einen Text geschrieben und dann fällt mir total was Schönes ein, was ich dazu malen kann. Also Ja. es kann miteinander, aber es muss auch nicht. Es muss nicht miteinander verbunden sein. Man kann also auch alles einzeln genießen. Die Ja, Malerei hat sollte das man. alles was mit der Trennung zu tun, dass du sagst, ich bin jetzt alleine und verarbeite jetzt ein bisschen ein Stück Leben und fange an zu malen oder ging das so fließend ineinander her? Das ging eigentlich fließend über. Natürlich, dadurch, dass das Studio weg war und dass viele Dinge nicht mehr da waren, habe ich mir überlegt, was ich jetzt nochmal weitermache. Ne? Ja. Irgendwo Stillstand ist der Tod, sagt man. Also musste irgendwas weiter passieren. Und ja, und dann habe ich intensiv angefangen zu malen. Und habe auch noch lange nicht daran gedacht, dass ich vielleicht noch mal Musik mache. Also das ist dann erst später so ganz hintenrum und dann auch nur unter dem Aspekt, ich möchte alles alleine machen. Ich möchte nichts mehr fremdbestimmt. Okay, ja, verstehe. Es sind alles meine Babys oder gar nicht. Und Und es das ist habe ich ja auch gemacht. interessant. Die CD ist ja im Prinzip komplett von dir, natürlich mit ein bisschen Hilfe, da komme ich auch gleich Ja. drauf zu sprechen, komponiert und getextet. Bis auf eine Ausnahme auf der CD, glaube ich, ist der Text mit Hilfe Ein von Text, Dirk Zöllner entstanden. Ne? genau, ein Text hat toll geschrieben. Genau, die Königin, glaube Die ich, heißt der Königin, Titel. ja. Ja. Die Platte heißt, man soll es ja unbedingt sagen, die heißt Nichts bleibt. Weil, also wenn die Platte bleibt, dann bleibt die Platte. Hallo, das ist Luise Mirsch. Hallo, haben ja jetzt plötzlich also prominente Gäste hier reingekommen. So gefällt uns das. Du bleibst auch noch eine Weile, ne? Ja, wunderbar. So, das nur nebenher, damit man weiß, wen wir hier begrüßt haben. Aber wir haben ja eine Band kennengelernt.
damit ich den Faden immer noch bei mir behalte, nichts bleibt unterstützt, nicht nur letztlich von Dirk Söller, sondern eben auch von zwei aus meiner Sicht und bestimmt auch aus deiner Sicht hervorragenden Musikern. Ja, das war überhaupt auch der Knackpunkt. Sagen wir mal, André Gensicke war der Knackpunkt. Ja. Ich habe also auch jahrelang nach jemandem gesucht, dem das gefällt, was ich da mache, und der sich irgendwo damit reinversetzt und obwohl ich Gensi schon 20 Jahre kenne, ja, haben wir nie zueinander finden können. Und dann hatte ich diese ganzen Entwürfe eben und dann habe ich mich mit ihm irgendwann mal eingesperrt und habe gesagt, komm, ich besuchen. Und ich habe hier ganz was anderes, als ich früher hatte. Der mochte mich früher nämlich irgendwo gar nicht leiden. Ach nee, ja. Nee, hat er mir gesagt. Das ist interessant. Und ja, und dann habe ich gesagt, das ist ganz was anderes und komm doch einfach mal und hör dir das mal an. Und dann ist er gekommen und dann war er angezündet. Das ist doch wunderbar. Und dann haben wir beide gemeinsam praktisch aus den Vorgaben, die ich hatte, das gemacht, was dann übrig blieb. Und er sagte dann, du, ich hatte einen Cellisten eigentlich bei uns vom Theater, also Strelitz, den ich schon angesprochen hatte, der mitmachen sollte. Ich wollte auf jeden Fall ein Cello dazu haben. Ja. Und da sagte er, Mensch, du, ich bin jetzt hier auf den Sonität von ehemals Bayon gestoßen. Und der ist unheimlich nett und der ist unheimlich kreativ und wir haben hier, und den kann ich noch mal fragen und dem würde das bestimmt gefallen. Und dann hat er mit ihm gesprochen und Sonny hat die Titel gehört und hat gesagt, das ist sein Ding, macht da gerne mit. Und das war natürlich ideal, weil wir drei haben uns dann praktisch in Quarnschönfeld verschanzt sozusagen, haben uns eingesperrt und haben in einer Woche die Platte da bei mir aufgenommen. Und ist auch ein ganz, ganz tolles Ergebnis. Wir werden ja gleich einen Titel davon hören, denn es ist ja unsere erste Neuvorstellung, ein Titel von dir. Ja. Ihr seid ja auch mal live zu erleben. Das ist ja immer das, was man so gerne haben möchte. Ich habe einen Termin mal von deiner Homepage rausgeschrieben. Ist noch eine Weile hin, am 10. Februar seid ihr im Klacktheater in Lutherstadt-Wittenberg. Mhm. Also, wer Katrin Lindner, das seid ihr auch zu drin, ne? Da sind wir zu drin. Mit André Gensicke und Sanität gemeinsam erleben will, mit dem Programm, zu den Bildern, zu der CD, nichts bleibt, die du auch Novemberlieder nennst manchmal. Ja, na, die Lieder, die ich schreibe, nenne ich überhaupt Novemberlieder und die, das wird auch dabei bleiben, weil ich damit natürlich so eine gewisse Tiefsinnigkeit verbinde. Ja. Also, dass ich also kann über meinen Novemberlieder schreiben. Das muss auch nicht tiefsinnig sein. Nein, aber eine Tiefsinnigkeit. Ja, nicht so oberflächlich, sondern einfach ein bisschen mit Lebensweisheiten an den Mann bringen. Ob die guten oder die schlechten, ist egal. Aber alles hat was mit November zu tun. Genau, und wir haben ja auch November. Deswegen habe ich gedacht, wir starten einfach auch aus der CD Nichts bleibt, eines dieser Novemberlieder. Vorher will ich noch sagen, wo man etwas für dich erfahren kann. Das ist ja die berühmte Homepage. Heute haben wir ja alle Homepages. Ne? Und die ist ganz einfach www.katrinlindner als ein Wort. Katrin ohne H, das ist immer ganz, ganz wichtig. Sonst findet man, wer weiß, richtig.de. Ja, jetzt hören wir uns ganz, ganz gerne die erste Neuvorstellung für die 7. Ausgabe des Wahllokal an. Hier ist der Titel Dunkelheit von Katrin Lindner.